So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, heute ist Donnerstag. Was bedeutet Donnerstags immer für mich? Star Wars. Bau deinen R2-D2. Ausgabe 34 ist da. Hey. So, vorab, bevor ich es unboxe, habe ich natürlich gefragt, was mit meiner Ausgabe Nummer 29 ist. Mein Zeitschriftendealer hat gesagt, dass der Verteiler noch nicht Bescheid bekommen hat. Aber er hat ja meine Ausgabe, die musste ich ja letztes Mal mit die E-Mail zusammen, alles zusammenkleben und weiter. Dann warten wir mal noch ab, ob ich meine Ausgabe 29 heile wiederbekomme. Das kann aber noch etwas dauern. Das Glück ist, wir brauchen die Bauteile im Moment nicht. Aber nichtsdestotrotz, Donnerstag, Star Wars Tag, Star Wars Bau dein R2-D2, Ausgabe 34. Und schaut mal. Es sind wieder ein paar Plastikteile. Ich gehe mal von aus, um zu beenden des ersten Fußes. Aber nichtsdestotrotz schaue ich jetzt mal nach und zeige es euch, ob ich recht habe. So, Bauteile-Tütchen. Sind zwei größere Plastikteile drin und zwei kleine, so wie es aussieht. Ach, und ein Kabel da hinten und zur Abdeckung. Wie gesagt, kommen wir gleich zu. Jetzt geht es natürlich erstmal um das Star Wars Bau deinen R2-D2 Magazin mit Bauanleitung, Ausgabe 34. So, da dran wird dann jetzt mal drin herum. Oh, AT-AT. Ah, ja, richtig cool. Ja, das war schon alles interessant. Ah, Clone Wars. Alles klar. Ach ja. Die Wasserkameraden und sowas alles. Alles weiterentwickelt worden. So, jetzt bekommen wir auf Seite 12 schon die Bauanleitung. Seite 12, Bauteilchen, zwei große, zwei kleine Plastik, ein Kabel und diese ganzen Steckabdeckungen. Dann geht es natürlich los. Zweite Platine, da müssen wir gleich nochmal nachschauen. Und hier geht es natürlich auch weiter. Aber kommen wir jetzt erstmal zu das Tütchen Nummer 34. So, einmal die Gumminoppel. Können wir direkt auspacken, weil die brauchen wir wahrscheinlich gleich. So, dann ein Kabel. Diese beiden größeren, die packen wir gleich auch aus, weil die hatten wir ja gerade gesehen, dass wir sie auf jeden Fall gebrauchen. So, jetzt alles an der Seite legen. Erstmal vom Bau. Jetzt muss ich erstmal was hier schauen. So, was wird da benötigt? Schrauben zum Beispiel nicht. Einmal der Batteriekasten, das Kabel, was da mit bei ist, und eine Platine. Das ist diese hier. Nein. Eine weitere habe ich aber nicht, haben wir nicht. Was für eine Platine ist das denn? Test. Doch, das ist die mit den Knöpfen. Total falsch. Okay, da habe ich ja jetzt die dran, wo die Bauteilchen aus dem Heft Nummer 29 noch fehlen. Den mal wieder rausziehen. Mal eben schauen, ob das auch richtig ist. Sonst. Ah, damit können wir es testen. Alles klar. Dafür ist das nämlich da zum Testen.
Hier kommt ja Bauteil Nummer 29 erstmal weg. Dieses Kabel können wir jetzt benutzen, um zu testen. So, das kommt dann hier rein. Passt aber nicht, junger Mann. Habe ich noch ein zweites Kabel? Natürlich. So, Schwarz. Dreifarbig. Ich habe hier aber nur irgendwas. Bin ich jetzt komplett aus dem Wind? Ja, bin ich auch. Weil wir können das ja abmachen. Nee. Ein Kabel, zwei, drei. Und das, was hier eine Lampe ist, aber ist ja auch falsch. So, ich bin jetzt mal wieder komplett durcheinander. Einmal das Schwarz-Weiße von der Batteriekasten. Kommt hier unten rein, passt auch nur rein, ist ganz klar. Dann oben Rot-Schwarz, zweifarbig, ist dieses hier. Aber es passt rein. So, ich bin ein Trottel. Ich sag so, wie es ist. Ich habe das Kabel falsch umgehalten. Okay. Zack. Zack, 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 zack. Das wieder wegpacken. Damit können wir jetzt testen, wie es läuft. Das mache ich jetzt auch. Vorsichtig wieder rausziehen. So, ist draußen. Stecken wir jetzt dieses hinein. Ist drin. Auf an. Und jetzt testen. Seht ihr? Es läuft. Bei mir läuft das Rad. Und man hört es auch. Also perfekt dazu. Es ist alles, die Kabel, die ich hier bis jetzt verlegt habe, passt es. Bei euch müsste es dann auch passen. So, jetzt ziehe ich es wieder raus, weil es läuft ja. Kommt dieses Kabel wieder rein, weil wir bauen ja die Abdeckung drauf. So, wieder feste drin. Kabel, Kabel, Test gemacht, Test bestanden, fertig, nächste Seite. So, und jetzt kommen die ganzen Abdeckungen drauf. Jetzt habe ich nichts. So, fangen wir jetzt direkt an. Die Gumminöppel, diese hier, kommen gleich in diese größeren Löcher rein. Können wir auch jetzt direkt machen. Es gibt schräge und es gibt gerade, kleinere, größere. So, eins kommt hier unten hin. So, und das zweite kommt gegenüber. So, wir haben auch jetzt hier die schrägen noch. Glaubt, die schrägen sollten es sein. Mal jetzt schauen. Ja, das heißt, die wieder rausholen. Ich habe mal wieder vorgeprescht, weil die schrägen. Passen. Da rein besser. Ja, die schrägen. Ich bin komplett heute durch den Wind. Okay. Schrägen kommen da rein. Alles klar, die anderen Löcher auch zu machen, kommt da hinzu. Dann nehmen wir jetzt endlich dieses Teil. Dieses kommt nach hier hin. Runter. Nein. Zack.
gleich. Diese beiden Teile. Irgendwie bin ich heute komplett durch. Dann kommt diese weiß. Ach, da kommen die weißen Nuckel rein. So, das sieht nur so aus. Alles klar. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Also Entschuldigung, dass ich heute so ein bisschen durcheinander bin, aber ist heute einiges passiert, was hier nicht hingehört. Schräge hinten da rein. So, zack, 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 zack. Und die anderen beiden kommen dann hier rein. Hier rein, so sieht es dann aus. Die glatten, die schrägen hier unten und die anderen sechs kommen so verteilt. Jetzt nehme ich dieses Teil. Die ausbauen. Auspacken. Einmal. Zweimal. Dann nehmen wir dieses Teil. Es kommt so rum nach unten hin. Diese Pinne mit der Spitze kommt so rum rein. Ja, es ist richtig. So rum rein. Seht ihr das Blaue? Praktisch, wo diese Einkerbung ist. Passt den, finde ich, so wie ich jetzt will. Ah, jetzt ist dran. Seht ihr die untersten? Es muss ein sauberer Abschluss sein. Das habe ich jetzt nicht sofort hingekriegt. So, dann kommen natürlich die kleinen schwarzen Schrauben. Jetzt mal eine Kiste aufmachen. Schrauben raus. Alle vier und fünf Schrauben. Ja, und es tut mir leid, dass ich heute so ein bisschen durch den Wind bin. Aber ich habe die falschen Schrauben genommen. Und ich könnte sehen, dass ich absolut heute nicht mein Tag ist. Deswegen muss ich das Ganze nochmal abschrauben. Das, um die Schrauben herauszukippen. Ja. Aber wie gesagt, es ist heute wohl nicht mein Tag. Ja, das Ganze nochmal zusammensetzen. Aber jetzt ein bisschen schneller und hoffentlich ohne Fehler. Aber seht ihr, wenn man was anderes im Kopf hat, sollte man nicht
bauen oder basteln, was wichtig für einen ist. Aber da muss ich jetzt durch, dass ich eben auch so ein Tollpatsch sein kann und auch bin. Da braucht ihr jetzt nicht unbedingt schlechte Kritiken in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß es. So, dann haben wir dieses Teil fertig. So. Das ist natürlich der Deckel, der hier drauf kommt. Das bedeutet, dieses Teil kommt so rum. Dort eingeklappt. Hier kommen jetzt auch wieder so rum die Schrauben drauf. Eben mal schauen, Schrauben, Schrauben. Ja. Das sind auch wieder die längeren. Dafür wird es wohl in der nächsten Ausgabe auch wieder Plastikknockel geben. Ups, kommt sie her. Bin schon fest mit zwei, aber es kommen ja vier Stück rein. Und die letzte und vierte. So. Ihr seht es, so sieht es dann aus. Wenn es fertig ist, schön stabil, auf jeden Fall. So die Schrauben zumachen, dass natürlich die Fugen abgeschlossen sind. So, und jetzt haben wir diese zwei Kupfer, Schläuche, Kabel, die wir ja schon haben. Die kommen jetzt da rein. Die unterste, diese hier, weiter reinstecken. Das war lose. Ist egal welche Seite. Und dann knicken wir die und packen das Gegenstück. Hier rein, dann sieht das Ganze so aus. Sieht natürlich richtig optisch klasse aus. Rad bewegt sich, optisch ist dieses Teil perfekt. So, jetzt blättern wir mal um auf Seite 16. Gibt es nicht, wir sind fertig. Also, ich wollte mich nochmal entschuldigen, weil ich heute durch den Wind bin, das ein oder andere falsch gemacht habe am Anfang, aber das Ergebnis zählt. Es ist perfekt zusammengebaut, es ist nichts beschädigt worden. Es sieht einfach nur cool aus. Sieht es auch wirklich. Ja, sieht es wirklich. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir eure Meinung, eure Kommentare. Ich werde natürlich irgendwas von R2D2 unter das Video verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall. Günstiger, wahrscheinlich auch. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr, die auch noch Star Wars Bau deinen R2D2 auch noch welche dabei sind. Ihr habt auch schon eure Ausgabe 34 verbaut. Hoffentlich besser wie ich, aber nichtsdestotrotz ist das Allerwichtigste, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.